Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Ja, ungewohnter Start. Ich muss Abbitte leisten. Ich habe doch irgendwann mal erzählt, ne? Ja, hier Spielladen und so, man kann ja keine Spielstände löschen. Doch, kann man. Kann man, wenn man Augen hat, sieht man das auch. Ich mach mal hier den hier. Ich habe mich hier immer auf diese beiden Button da konzentriert. Ne? Hier laden, zurück und hätte dann hier erwartet, dass hier noch ein weiterer Button löschen existiert. Dieser Button existiert zwar nicht hier, aber dafür da. Dieses, ihr seht es jetzt gerade, ja, dieses X da bedeutet nichts anderes als Spielstand löschen, wird ja auch angezeigt. Habe ich nicht gesehen, mein Gott. Habe ich nicht gesehen. Für mich war das X irgendwie Fenster schließen oder so halt, ne? Ja, mein Gott, ich bin blind und alt. So, jetzt machen wir mal hier mit dem Spiel weiter. Ja, was so alles passiert, wenn man da unkonzentriert an die Sachen geht. So, ja. Egal. Sachen passieren halt. Meine Güte, nee, ja. Lacht ihr mal. Wer den Schaden hat und so, ne, braucht für den Spott nicht zu sorgen oder wie war das? Irgendwie so. So, ich habe, glaube ich, noch andere Sachen übersehen. Bin mir da jetzt aber nicht ganz so sicher. Irgendwo war da was mit Kohle, die ich nicht gesehen habe. Da ist Kohle. Hier ist jede Menge Stein. Ich habe wahrscheinlich nur die Steine gesehen, aber die Kohle nicht. Aber meine wackeren Minenmitarbeiter, die haben das entdeckt. Gott sei Dank habe ich hier eine entsprechende Abbaustelle. Ich mache mal da den Pinork dann da offiziell dahin. Und damit die dann die Kohle da etwas gezielter abbauen können. Wie war das hier nochmal? Hier hatte ich Eisen und Kohle. Wie? Was? Ach so, okay. Der ist hier schon. Oha. Ja, das hier war auch nicht allzu viel. Hä? Eisenerz? Eisenerz? Kupfer? Die ist auch schon weg. Oh, da hinten ist Kuh. Aber nicht in Reichweite. Okay. Wie sieht es hiermit aus? Das ist auch auf Null. Dann würde ich sagen. Arrivederci. Weg damit. Ach so, ja. Und ich hab's schon mal drauf angeboten. Hab's schon mal angesprochen. Landos, Konzentration. Ne, hier diese Abrissanimation, die ist ja neu. Und ist auch schon alles weg. Was ist denn hier los? Und ich finde die ganz gut. Ne? Ich finde die ganz gut gemacht. Hier hätte ich Kupfer. Ich reiß das Gebäude dann auch mal ein. Wie sieht das hier hinten aus? Da sind Steine und ansonsten ist da nichts. Aber hier haben wir noch so ein bisschen Kohle. Weil mit der Kohle ist echt ein Problem, ne? Kohletagebau, kriege ich den da hin? Beziehungsweise du warst. Ach, das ist Kohletagebau. Okay, alles klar, ich habe nichts gesagt. Okay, ja, wenn das so ist. Bin ruhig dahin. Bin ich. Wie sieht's hier? Ah, ist auch Kohle. Ah, alles klar, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da wird auch eifrig. Wie ich sehe, die Grenze weiter verschoben. Das ist sehr gut. Bergbau. Kohletagebau kriege ich den. Oh Mann. Ja, mehr geht da eh nicht. Dann setze ich das Ding dahin. Ich bräuchte dann noch so ein bisschen Weg. Das mit den 90 Grad hatte ich auch angesprochen. Ne? Wir haben, man hat jetzt da die Möglichkeit, die Wege, wenn man das. Ja, toll. Wenn man das denn möchte, so im 90-Grad-Winkel entsprechend, ne, auszurichten und so, finde ich nicht schlecht. Ist eine ganz witzige Sache. So, Pinorik erstmal hier so hin. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir da so ein bisschen mit der Kohle auftrumpfen können. Da ist ein Diebeslager. Rief der Daus, ein Diebeslager. Moment, da brauche ich für die Diebe. Ja, spezielle Leute. Erkundung und Expansion. Setze ich da einen Wachturm hin oder wieder mal so eine Garnison? Dann haben wir so einen Auf-Einschlag, dann direkt 25 Leute vor Ort. Ich weiß allerdings nicht, ob wir die benötigen, aber soll es denn auch? Warte mal. Machen wir das einfach mal, um das auch mal gemacht zu haben. Meine eine Garnison habe ich ja schon.
Machen wir halt noch eine. Die setze ich dann mal frecherweise dann hier so hin. Ich hoffe, das macht jetzt hier irgendwie kein Ärger. Ich kann mal so weit hier aus dem Grenzbereich raus, wie es irgendwie geht. So, ich hoffe, das ist ganz gut so. Okay. Die Geschichte, da brauche ich aber keine Wachen oder noch nicht. Später, aber ein paar Waldläufer. Das wäre es halt. Mal so locker, so 25 Waldläufer hier stationieren. Zu lassen habe ich. Ist jetzt durch. Banditen angegriffen, Banditen angegriffen. Hier sind auch noch immer welche. Ich glaube, das war der Bereich, wo so spontan ein Lager zerstört wurde. Da sind die und da sind auch welche. Oder vielleicht auch nicht. Und die anderen halt noch bestanden hatten. Moment, ich habe hier 10 Waldläufer und da habe ich nochmal 10 Waldläufer. Macht summa summarum rum. 20 Läufer, ich weiß gerade irritiert wegen dem Silbertagebau, der aber auch nichts mehr abzubauen hat, wenn ich das hier richtig sehe. Doch, doch, alles gut. Alles gut. Die sind, glaube ich, sogar noch relativ frisch dabei oder so, irgendwie sowas. 20 an der Zahl. Wäre da eine Garnison vielleicht besser gewesen? Meine gut, ich bin zur Not, könnte ich noch ein drittes Wachtürmchen dahinsetzen. Wachtürmchen sind immer noch da zu finden. Und so was Dickes kriege ich sowieso nicht hin. Selbst ein Wachturm ist. Na, ginge noch. Ich überlege gerade, macht das Sinn? Ja selber jetzt gerade nicht so im Reinen. Einen Augenblick. Dann hier so ein Connect. So, dann hauen wir da noch mal 10 Leute rein. Die brauchen leichte Rüstung und Fackel. Leichte Rüstung und Fackel sollte zu schaffen sein. Mit meinen etwas knappen Ressourcen. Leichte Rüstung und Fackel. Orientierung tut Not. Achso, ja, das war auch so eine Sache. Ich hatte ja das schon mal ein paar Mal angesprochen gehabt, hier von wegen mit der Schatzkammer. Also der Zaun, der war schon immer da. Ich weiß nicht, warum der mir in der Einfolge da so aufgestoßen, aufgefallen ist. Keine Ahnung. Ja, okay. Wie gesagt, der ist alteingesessen. So, hier ist meine Schatzkammer. Ja, alles klar. Ich habe ja zwei, ich habe ja zwei. Ja, ihr merkt schon, ich muss wieder reinkommen. Das ewige Reinkommen. So, ich brauche Fackeln. Holzwerkstatt. Habe ich irgendwie Fackeln in Reserve? Da steht was von 26. Die haben hier 4. Ich mach mal, die soll mal, der soll mal da so, macht da mal so ein paar Fackeln. Meinetwegen auch ein paar mehr. So. Abenteuergilde, ich benötige dringendst ein paar Leute. 25 und dann waren da, ich mach mal 35. So. Das dazu. Dann brauche ich natürlich leichte Rüstung, wie immer. Bei der Reihe hat nichts zu tun, von wegen. Du siehst mal ganz schnell zu, dass da so ein paar leichte Rüstungen entstehen. Was ist hier los? Was vor allen Dingen? Was haben wir hier? Ich muss mal kurz schauen. Ich habe 16 Holzsperre, 12 Eisenlanzen, Kettenrüstungen habe ich nicht genügend. Eisenschilder sind auf dem Weg, dann würde ich die Energie und Ressourcen und alles, was ich habe, erst einmal in Kettenrüstungen stecken. Die sollen sogar gebaut werden, sehe ich gerade.
Schau mal gerade. Ach, der hat eine hohe Priorität, das ist die Fahne. Ja, kann so bleiben. Der ist gedacht, der ist irgendwas, irgendein Problem oder so, aber nein, da habe ich nur die Priorität hochgesetzt. Das kann so bleiben. Der ist noch erstmal noch mal beschäftigt. Wie sieht es hier mit dem Camp aus? Ich habe 4 Veteransoldaten, 4 normale Soldaten hier rum existieren, 5 Waldläufer erfreulicherweise. Keine Draufgänger. Draufgänger brauche ich für. Was ist hier los? Achso, die Diebe machen die Randale. Draufgänger würde ich benötigen für die Werwölfe zu fällen. Hier noch welche sind. Da habe ich aktuell 15 rum existieren hier und dann glaube ich hier nochmal 10 oder so, ne? Dann wären so 10 Draufgänger wären vielleicht nicht verkehrt. Kriege ich die hin? Die brauchen Silberdegen und leichte Rüstung. Da wird das Problem mit den Silberdegen sein. Könnte ich mir vorstellen, aber ich habe da Silber entdeckt irgendwo, baue den auch gerade ab und ich müsste irgendwo hier eine Waffenschmiede rum existieren haben. Die ist durchaus in der Lage, Silberdegen herzustellen. Ich bleibe erstmal realistisch. Ich gebe ihm mal den Auftrag, erstmal 5 zu machen. Ich brauche mehr, ja, weiß ich. Aber ich kann direkt 10 machen, was soll der Geiz? Silberdegen, komm, mach mal 10. In der Hoffnung, dass das entsprechende Material ankommt. Schemen! Die existieren ja auch immer noch hier rum. Und machen hier meinen Leuten das Leben schwer. Das ist nicht gut. Ihr seid... Für Schemen seid ihr, glaube ich, die... eigentlich Diebe sind so da der Hauptanteil. Das ist genau der Bereich hier. Ne, da will ich ja die Diebe auch attackieren. Die kommen mit den Schemen aber auch einigermaßen klar. Da ist schon wieder so einer. Wo haben die denn ihr Domizil? Da hinten. Deswegen kriegen wir auch verstärkt Ärger. Weil wir so langsam hier so in dieses Gebiet vordringen. Minenarbeiter, Träger, Wache, Wachturm, sehr gut. Ich entdecke immer wieder neue Dinge. Das ist echt geil, dass man das so machen kann. Man kann jetzt diese Einheit folgen. Ich will eigentlich den Wachturm. Man kann den Ausbau pausieren. Gebäude aktivieren, bestellt Arbeiterwagen, klick hier, um das Gebäude zu deaktivieren. Ja, also hier diesen Gebäudeerweiterung aktiv, klick hier, um zu pausieren. Genau, das ist es. Ja, Gebietserweiterung, nicht Gebäude, Gebietserweiterung, ne, ist aktiv. Das pausiere ich mal. Da kommen die alle schön angelaufen. Sowieso nur noch 7, die sollen sich dann auch mal wieder erholen. So, wir haben die Schemen hier entdeckt. Ich klick den mal an. Ruhelose Schemen. Sucht Gegner heim. Nur furchtlose Pagonier können sich ihnen stellen, ohne vor Schreck aus der Haut zu fahren oder aus ihrer Rüstung. Eben. Erschreckt Zivilisten, die ihre Ausrüstung verlieren. Erschreckt Soldaten und Wachen, die ihre Ausrüstung verlieren. Das heißt, alles andere müsste klappen. Da wäre ich schon versucht, Folgendes zu tun. Einen Augenblick mal eben. Ja, noch eine weitere Garnison. Wenn's... Oh nee, die. Ich meine, ich konnte die hier hinsetzen. Die nimmt mir ein bisschen viel Platz weg. Obwohl, man könnte sie, was wirklich theoretisch, könnte man die hier hinsetzen. Ich mach das einfach mal. So. Na. Und mein, was mache ich denn jetzt?
die Draufgänger, die müssten doch auch mit den Kollegen dann fertig werden, ne? Weil ihr habt es selber auch mitgelesen, ja, Wachen, Soldaten und irgendwie und die normale Bevölkerung, die sind diejenigen, die von denen erschreckt werden, ne? Hier steht es nochmal, ne? Soldaten und Wachen und Zivilisten. Das heißt, alles andere müsste mit den Schemen klarkommen oder wäre hier so ein Draufgänger mit seinem Silberdegen und seiner leichten Rüstung. Doch keine schlechte Wahl, oder? Ich hoffe, es ist so. Das heißt, ich muss ganz viele Silberdegen produzieren. Frage, wie ist natürlich, wie realistisch ist das? Warte mal. Augenblick. Nee, ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. Ich habe nicht genügend Silber. Ich habe kaum Eisen. Aber Silberdegen 25. Das ist glaube ich, nicht so. Was hat der Waldläufer? Ach, das hat er mit der magischen Fackel und das ist der mit der magischen Klinge. Dann bleiben mir eigentlich nur die Waldläufer. Okay, dann versuche ich es mit den Waldläufern. Die kosten nicht so viel. Das hört sich fürchterlich an, aber das ist halt so. Ich versuche es dann mal mit den Waldläufern. Und da müssen die herhalten. Denn ich weiß nicht, ob das mit dem Silber so klappt. So, hier habe ich ein. Nein, das ist nicht mein Handelsposten, oder? Ich bin wieder falsch. So. Militärakademie. Wir hätten. Eisenlanze. Ja, das ist eine Wache. Das hilft mir nicht. Die hatte ich gerade so im Hinterkopf, irgendwie so diese Leute, aber nein. Es muss das mit dem Silber sein. Was ist denn los? Was verkauft bei Aldi oder was ist hier los? Meine Güte, nee. Wo wollen die alle hin? Kann ich helfen? Braucht ihr einen anderen Weg? Keine Ahnung, ich mach das mal so. Oh. Das entspannt die ganze Situation ein bisschen, glaube ich. Also Stau ist nie gut. Okay, Waffenschmiede. Eisen. Habe ich. Ein bisschen Kohle kommt auch rein. Da werden Leute erschreckt. Wahrscheinlich irgendwelche Diebe, die da wieder irgendwie schämen. Hier, in dem Bereich. Ich wollte schon sagen. Schlimm genug, dass sie da hinten aufhalten und Ärger machen. Das brauche ich nicht noch hier im Inneren des Dorfes. Hier ist genug Aufregung. So. Das irgendein Dieb ist da irgendwie unterwegs, mit Sicherheit. Die halten da Kaffeepläuschen. Das wird, ja, sich lustig unterhalten. Man guckt ein bisschen irritiert in der Gegend rum und, keine Ahnung. Die haben wahrscheinlich eine Maus entdeckt, das haben sie alle schon. Das wird es sein. Waffenschmiede. Ich brauche Eisenlanzen oder brauche ich Eisenschwerter? Einen Augenblick. Soldaten. Militär. Ich habe 28 Dorfhund. Ja. Warte. War das mit ihm hier? Der produziert, glaube ich, irgendwas. Der ist mit den Schwertern beschäftigt. Dann soll er mal hier so. Nein, nichts überlegen. Konzentration. So ein paar Eisenlanzen machen. Da gebe ich nochmal 5 drauf. Dann sind die beschäftigt. So, Rüstungsschmiede ist ganz klar voll dabei. Abenteuergilde, wie sieht es hier aus? Ah ja, da läuft die Rekrutierung. Okay. Ich könnte vielleicht noch hingehen. Das ist schon mal nicht verkehrt.
minus 1. Ich habe nicht genügend Wohnplätze. Ich könnte hingehen und im Bereich Bevölkerung wieder so ein Wohnhaus, ein dickes, hier hinsetzen. Wobei, nee. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt hier den Bereich nutze, um da... Kriege ich das ein bisschen gedreht? Hallo? Anscheinend nicht. Ich setze mal hier so zwei von den kleinen Häusern hier hin. Das sollte erstmal reichen. Es sei denn, ich kriege irgendwo noch ein großes hingesetzt. Halt, dieses. Oh jo, das geht. Angeblich. Moment. Die Diebe werden langsam ein bisschen nervig. Wieso kriege ich das nicht richtig gedreht? Hier, in die Richtung geht es. Ich habe aber da meine Straße. Hallo. Entweder da oder da. Irgendwie ganz komisch. Das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Kriege ich das Teil irgendwo anders unter? Hier würde das gehen. Dann machen wir das einfach mal. So. Okay. Für Wohnraum ist gesorgt. Ist schon mal cool. Und alles weitere müssen wir dann halt ab der nächsten Folge in Angriff nehmen. Das heißt, ich werde mich da mal so ein bisschen um die Diebe da kümmern müssen. Die machen mir da auch ein bisschen Ärger. Und die Schemen, die sich stehen natürlich jetzt auch ganz oben auf der Liste. Aber wie ihr ja gesehen habt, ich muss auch noch so ein paar Leute rekrutieren. Es gibt jede Menge zu tun. Danke für eure Begleitung. Danke für deine Begleitung, für eure Unterstützung, die ihr alle hier entsprechend mir angedeihen lasst. Das ist alles sehr lieb und nett von euch, dass ihr das macht, dass ihr mich hier unterstützt. Freut mich sehr. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.